Die Federkonstante eines senkrecht hängenden Federpendels beträgt 10 Newton pro Meter. Welche Masse muss man daran hängen, damit die Schwingungsperiode die halbe Sekunden beträgt? Angegeben werden die Konstante K, sie beträgt 10 Newton pro Meter, und die Schwingungsperiode groß T, sie beträgt Pi halbe Sekunden. Gefragt wird diese Masse M, die wir in Kilogramm ausdrücken. Und um diese Masse herauszufinden, steht uns die Formel eines Federpendels zur Verfügung. Wenn groß T gleich ist zu 2Pi mal diese Quadratwurzel, dann ist groß T geteilt durch 2Pi gleich diese Quadratwurzel. Und wenn wir dann beidseitig im Quadrat erheben, finden wir t geteilt durch 2pi, das Ganze im Quadrat, ist gleich zu m geteilt durch k. Und daraus schließen wir, dass m k mal das Quadrat von t geteilt durch 2pi ist. In dieser Formel können wir k und t durch die bekannten Werte ersetzen. Die Periode t, das ist pi halbe. Diese Periode wird dann noch durch 2pi geteilt und k beträgt 10. Somit können wir hier durch pi kürzen, dann bleibt zwischen Klammern 1 Viertel und 1 Viertel im Quadrat, das macht 1 Sechzehntel. 10 Sechzehntel, das macht 5 Achtel und 5 Achtel ergibt 0,625. Die Endantwort auf die gestellte Frage lautet also, die Masse beträgt 0,625 Kilogramm.